Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie im Google Chrome Browser andere Skins oder Visual Styles installieren können. Im Firefox 3.6 kennt man dafür das sogenannte Personas Add-on. Gut, der Google Chrome Browser hat etwas ganz Ähnliches. Wir müssen nichts installieren. Wir rufen einfach direkt die entsprechende Webseite auf. Dazu einfach auf den Schraubenschlüssel klicken, die Optionen im Kontextmenü anwählen. Dann haben wir hier drei Karteireiter. Wir klicken auf den Karteireiter Privates und haben jetzt hier unten Hintergründe. Da können wir zum einen auf den Standardhintergrund zurücksetzen, wenn wir schon einen anderen installiert haben, aber lieber wieder das Standardblau unter Windows XP hätten. Oder eben wir klicken auf den Link daneben, Designs abrufen. So, dann bekommen wir hier eben eine Ansicht von möglichen Designs, die User erstellt haben, also andere Benutzer aus dem Internet. Oder halt schlichter, aber auch nicht schlecht, Designs von Google. Einige vorbereitete und ich habe jetzt hier zum Beispiel schon das Grayscale installiert. So sieht's aus. So, wenn ich jetzt lieber blau hätte, wird das kurz angewählt und dann Design übernehmen geklickt. Dauert einen Moment und schon ist das neue Design aktiv. Okay.